Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freizeitstrategen da draußen, hier zurück zu Warhammer 40.000 Gladius Relics of War mit dem Adeptus Mechanicus. Was für ein langer Name, ne? DLC. Ja, Kapitel 2, Konzeption, Variable Reduktion haben wir nun vor uns als Aufgabe. Als sie den Archeopter zurückbringt, blicken sie hinab auf ihren neuen Fabrikkomplex. Auf die Schmelzöfen und gigantischen Ambosse, auf die lobotomisierten Servitoren, auf die ordnungsgemäß katechisierten Gerätschaften. Was für Begriffe, die hier um sich werfen, ey. Auf die gesegneten Arbeiter, die mit ausgemergeltem Körper und Geist der Sache treu ergeben sind. Was sie da sehen, ist gut und richtig. Cambre Neon 7 ist immer noch an ihrer Seite und bestätigt sie in ihrem Gedanken. Wir verrichten das Werk der Omnisaya, Magos. Wir haben gut gebaut und nun müssen wir überleben. Zu überleben wird eine Herausforderung, denn dieser Planet wird sie mit unzähligen Problemen konfrontieren. Spoiler, weiß ich schon. Sie beschließen sich zunächst auf diejenigen Hürden zu konzentrieren, die sich vermutlich als erstes auftun werden. Daher lautet der Plan, die ebenfalls auf dem Planeten lebenden Fraktionen zu eliminieren, bevor sie erstarken und zu einer Gefahr werden können. Interessant. Ich bekomme einen Wams, also aktivieren Sie die Fähigkeit, die sich auf die Doktriner-Imperativ-Einheiten auswirkt. Zerstören Sie das Lager der Orks, der Tyrannie... Okay. Das ist mal interessant. Das hatte ich so noch nicht, dass ich direkt jetzt hier zu Vernichtungen übergehen soll. Also das ist auf jeden Fall mal was Neues. So direkt meine ich, ne? Und Rumsdibums. Ja, der hat schon wieder zu viel Damage gefressen. Der kann sich gleich wieder zurückziehen. Ich habe keine Ahnung, was dieses kontrolliert macht. Das ist echt schräg. Ich habe mal wieder das Bollwerk angemacht, damit die länger durchhalten. Und wir haben gleich endlich die Möglichkeit, unsere Städte wieder zu erweitern. Okay, da sind Orks und sie haben direkt vor meiner Haustür zwei Städte gebaut. Aber ich muss mich jetzt erstmal um diese Tyranniden kümmern. Nicht zu fassen, ey. Ich sehe es jetzt schon kommen, dass diese Orks hier mein Hauptproblem werden. Es schreit geradezu danach. Das Mavoraforming. Unter Terraforming versteht man den Prozess, einen Planeten lebenswerter zu gestalten, indem man letztlich ironischerweise unter dem sich stetig ausbreitenden imperialen Palast alles Leben erstickt. Mavoraforming hingegen kommt ohne hehre Ziele aus und verwandelt einen Planeten schlicht und einfach in eine ausgebeutete, kontaminierte Umgebung mit äußerst produktiven Städten, ganz wie zu Hause. Hey, das klingt so wie echtes Leben. Oh mein Gott, ey. Interessanterweise macht er gar nicht so viel Damage, wie ich geglaubt habe. So. Ich bleibe jetzt hier einfach an allem dran, was hier richtig gut Schaden macht. Du gehst jetzt hier weiter. Du gehst jetzt auch schon mal wieder hin, weil ich brauche deinen Typus hier. Auch hier machen wir nochmal ein bisschen Damage. Du schießt hier weiter drauf. Und ich mache mir jetzt echt Sorgen über das und das. Also das ist wirklich besorgniserregend. Deswegen gehen wir nochmal zurück hier. Ich habe einen weiteren Kastellan-Robot und sage, er wird jetzt erstmal hier meine Stadt verteidigen. Ich kann das jetzt endlich wieder machen. Ich kann mich ausbreiten. Ist das gut? Hier kann ich zuerst mal forschen.
Was ist das eigentlich, was ich hier machen muss? Dieses, das Unterkloster. Erhöht das Bevölkerungslimit. Habe ich sonst noch irgendwelche Bevölkerungsgebäude? Nee, habe ich nicht. Also ich muss das auf jeden Fall machen. Es dauert alles einfach zu lange. Was kann denn das Ding? Ein Gebäude zur Produktion von Tech-Priestern. Also wenn es etwas bauen kann, dann sollte es auf jeden Fall da hinten hingemacht. Komm, ich breche das jetzt hier nochmal ab. Es ist zwar doof, aber ich brauche dringend jetzt diesen Slot. Und das hier brauche ich auch. Ich mache jetzt auch wieder Minus-Energie. Und jetzt haben wir hier einiges übersprungen bei der Forschung, aber wie gesagt, das ist jetzt, das ist in meinen Augen einfach. Man muss ja extrem zielmäßig dahin sich arbeiten. Manipulus Techpriester. Eine Helleneinheit. Unterstützungsfähigkeiten, Neutralisierungseffekten. Litanei des Elektromanten. Fügt feindlichen Zieleinheiten Schaden zu. Einkehrhabitat. Oh, das brauchen wir auch ganz dringend. Ich könnte das mal wieder machen. Jetzt wehren sie sich hier aber ganz heftig. Unverschämtheit. Kann ich mich dahin zurückziehen? Jawohl, ich will nämlich nicht, dass er hops geht. Aber das Gebäude von denen soll hops gehen. Und zwar sehr nachhaltig, wenn es nach mir geht. Du machst hier weiter. Du bewegst dich zurück. Denn die Orks werden nicht lange fackeln. Wir haben übrigens das jetzt hier erobert. Das bringt nochmal einen Energiehandschuh, der mehr Schaden produziert. Sehr gut. Ich möchte meine Truppen jetzt hier wieder ein bisschen verteidigen und das hier nochmal aktivieren. Nochmal ein paar kleine Buffs. Okay. Ach nee, warte mal, das sind gar nicht die echten Städte, oder? Das sind einfach nur Queststädte, die ich jetzt hier zerstören soll. Oh Gott sei Dank, ich dachte schon, das wird ernsthaft. Au! Okay, das ist viel schlimmer als gedacht, was hier gerade passiert ist. Ich gebe zu, das hat mich gerade eben ein bisschen erschüttert. Jetzt aktivieren wir mal wieder hier den Spaßmodus. Und gehen mal da rein. Der regeneriert sich hier. Jetzt wird das Ding zerstört. Und da geht's down. Tja, da guckt ihr dumm. Aber so machen wir das hier. So, erledigt. Der hat sich hier ein Level abgeholt. Da machen wir jetzt hier noch eine Verstärkung von diesem Buff. Du kannst hier noch mal ein bisschen heilen. Du schießt hier noch das hier runter. Nochmal einen Schritt in die Richtung. Also das sind zum Glück neutrale Tyranniden. Ah, okay. Okay, okay. Da kann ich gar nicht... Oh, das kann ich einnehmen. Und schon haben sie eine Aufgabe. Ja, hier machen wir erstmal nichts. Die Stadt wird übersprungen. Dann nehmen wir das hier ein. Geben dem hier nochmal ordentlich eine mit.
die regen schön hier weiter. Ich kann als allernächstes jetzt wirklich das hier ausschalten. Ihr sammelt euch jetzt hier, dann seid ihr wenigstens zu dritt. Ich bin echt erschüttert, wie wenig Damage der macht. Und es sind eine Menge Tyranniden hier. Du reckst dich hier wieder. Nächste Runde kann ich endlich wieder was bauen. Halleluja. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt hier schon machen sollte. Es ist sehr oh. Hi. Wollte gerade sagen, es ist sehr gefährlich. Ey, das ist halt echt ein vollständiges Gebäude, ne? Die sitzen halt echt nebeneinander hier. Tyranniden und Orks direkt nebeneinander. Das ist eine Menge Abwehrfeuer hier gerade. Jetzt kommen die wahrscheinlich auch noch. Au! Okay, das war ein richtiger Griff ins Klo. Das war ein Griff ins Klo. Naja, was soll's. Wir machen hier weiter. Und bauen noch mehr Druck auf dieses Gebäude hier auf. Wenn alles gut läuft, ist es bald nicht mehr notwendig. Der Held soll sich gerade eben nochmal regen. Für ein oder zwei Turns, ich aktiviere nochmal hier die Panzerung, damit wir nicht noch mehr Schaden bekommen als notwendig. Wir haben jetzt das da oben endlich uns geholt. Das Unterkloster wird jetzt hier errichtet. Es wird 10 Turns dauern. Unfassbar. Ey, das sind viel mehr als gedacht. Das ist eine ganze Armee, die jetzt hier gerade eben rumläuft. Okay, Einkehrhabitat. Ja, wissen wir, was es ist. Es ist schwer vorstellbar, dass es eine außerirdische Rasse gibt, die die Lebensbedingungen in einer Makrobotschaft für akzeptabel hält. Mit Ausnahme der unter der Erde lebenden Ruth. Vielleicht. Das Adeptus Mechanicus erachtet die Lebensbedingungen jedoch als ideal und versucht seine Effizienz auch auf die Wohneinheiten zu übertragen, indem Arbeiter, Servitoren und Skitarii auf so engem Raum zusammengepfercht werden, dass Gewaltausbrüche eigentlich vorprogrammiert wären. Gäbe es da nicht Verhaltenstechnologien und die Chirurgie? Ja, das ist eine komplett eigene Spezies. Hat mit Menschheit nichts mehr zu tun, ne? Was da passiert. Okay, leider habe ich den einen ja verloren, aber da kommt schon mal ein anderer, ein Eisenschreiter wieder nach. Ah, die Schwefelhunde sind schon extrem geil. So, du gehst da hin, dann können wir das Feuer hier rauf öffnen. Ne, ich mach das hier wieder an. Dann fällt das Teil auch in dieser Runde ziemlich safe. Und bumm. Ich habe die Tyranniden vernichtet. Schade um sie. Würde ich sagen. Wäre aber eine Lüge.
So, wir haben es geschafft, jetzt hier uns nochmal einen Loyalitätsbonus zu sichern. Und damit jetzt hier den gesamten Nordosten zu unserem Land zu machen. Du gehst darüber. Ich bin echt nur überlegen, ob ich das abbrechen will. Sekunde. Ja, ich breche das ab. Aus einem einzigen Grund. Ich möchte diese Dinger vorher bauen. Ich brauche einfach deutlich früher Pops. Das wird sonst ewig dauern. Litanei des Elektromagneten Omni Specs. Skitari Strahlenkrieg ignorieren jegliche Fernkampfschadensreduktion. Ey, das ist gut. Das heißt also, sie bekommen keinen Malus, wenn zum Beispiel jemand in Deckung steht oder in Wäldern oder so. Also alles, was halt Deckung bietet. Das wird einfach ignoriert. Wir werden uns hier zurückziehen. Wenn noch was übrig bleibt. Dass ich zurückziehen kann. Es ist noch was übrig. Lauft. Den hier kriege ich wahrscheinlich sogar noch down. Zumindest ansatzweise. So, ihr zieht euch dahin zurück. Dich will ich da rein bewegen. Dann kannst du dich da nämlich nochmal recken. Du wirst diese Position einnehmen. Und dich dann recken. Jetzt, wo wir schon mal hier sind, können wir uns natürlich auch mal kurz mal umschauen, ob uns da nicht noch irgendetwas abhanden kommen würde, wenn wir es ignorierten. Du gehst da rein zum Recken. Und weiter geht's mit der nächsten Runde. Ich bin fasziniert, dass diese Fahrzeuge so gut wie keinen Schaden von denen bekommen. Und das war's mit der Unit. Aua, also ey, die sind extrem heftig. Du gehst dahin, um dich zu heilen. Du gehst da hinten hin. So, wie gesagt, der geht da rein. Der schaut sich hier weiter um. Da kommt nichts mehr. Es ist schon mal gut zu wissen, dass da nichts mehr kommt. Der muss sich auch noch irgendwo heilen. Die Frage ist bloß, wo? Ich stelle ihn einfach jetzt mal dahin. Ich produziere erstmal gerade eben keine Units mehr. Die Stadt ist einfach jetzt schon total am Ende. Oder besser gesagt überlastet. Immerhin macht der Große hier Schaden an dem. Und sie nicht so viel an ihm. Das hat mir gefallen. Die müssen sich jetzt erstmal davon wieder erholen. Der Rest regeneriert. Naja, bis auf die da. Der Plan ist natürlich noch da einzugehen. Ich will einfach nur auf Nummer sicher gehen. Natürlich machen die jetzt hier wieder Druck wie nochmal was, ne? Oh, fuck my life. Okay, der Omnispex. Der Omnispex trägt einen Maschinengeist der Raptor-Klasse in sich, der Wärmeemissionen, Datensignaturen und biologische Wellenformen selbst aus enormer Entfernung lesen kann. Wird, was ist denn eine biologische Wellenform? Wird der Fokus über einen längeren Zeitraum aufrechterhalten, kann er die Schwachstellen der von ihm analysierten Kampfeinheit aufdecken und sie an seinen Meister übermitteln. So. Das ist, glaube ich, derselbe Quatsch, den es auch in ganz, ganz vielen anderen Science-Fiction-Welten gibt, wie zum Beispiel Lebenszeichen auf Planet XYZ entdeckt, ne? Es gibt keine Lebenszeichen in dem Sinne. Das ist alles Physik, Wärme zum Beispiel, Bewegung.
und so weiter. Immerhin haben wir den ausgeschaltet. Ja, du, der kann von da jetzt ballern. Surprise from behind. Mein lieber Freund und Kupferstecher. Ja, da ist nichts mehr. Kannst danach darüber gehen. Wir haben das nächste jetzt hier freigeschaltet. Wir müssen jetzt dringend für Bevölkerung sorgen. Der Scorpius-Düsenschweber. Erhöht für die Gebäude die Generierung von Forschungspunkten. Auch mit dem jedem Gebäude. Was? Erhöht für dieses Gebäude? Achso, das ist ein Gebäude, okay. Ich mache mal diesen Omnisire-Lobgesang, den haben wir noch gar nicht gesehen. Jetzt buffen die sich selber hier irgendwie. Ich habe das Gefühl, dass wir den Kollegen jetzt hier verlieren. Ich habe ein mieses Gefühl bei der Kiste. Wow, es lebt noch. Bin ja selber baff. Ich habe aber echt mal wieder an einer echt beschissenen Stelle gebaut, oder? Dass ich jetzt hier nicht, also nie schießen kann. Ich weiß nicht, wie ich das immer schaffe. Du ziehst dich auf jeden Fall schon mal ganz da hinten hin zurück. Ich will nicht, dass du kaputt gehst. Er geht jetzt dahin. Hat auch zumindest schon mal ein bisschen Deckung. Und jetzt rollen wir sie von hinten hier auf. Mhm. Die sind auch ready. Ich glaube, die anderen Einheiten auch so langsam, aber sicher sehr nice. Ja, die Stadt wird noch eine Weile brauchen. Und ich habe nicht vor, meine Wirtschaft zu ruinieren. Nicht noch mehr, als sie ohnehin schon ruiniert ist. Das ging noch. Okay, wie gesagt, die recken jetzt alle hier fröhlich. Ihr macht jetzt den hier nass. Aber die Hauptstädte da, um die es die ganze Zeit da geht, die ich da jetzt auseinandernehmen soll, die hole ich mir erst, wenn die Truppen hier alle beieinander sind. Aber die Crew ist ja jetzt so gut wie vereint, wie man sieht. Da fehlt ja nicht mehr viel. Also insgesamt muss ich sagen, bis jetzt, ne, der Adeptus Mechanicus, bis jetzt wenig komplexe Schnörkeleien, alles relativ direkt, aber es funktioniert. Und das ist das schicke Flankenmanöver, das sie ausschalten wird. Down gingen sie. Dann stellen wir uns schon mal parat. Allerdings nicht zu weit vorpreschen. Ne? Ich hoffe, das war nicht schon zu weit. Der soll sich auch noch mal kurz mal ein bisschen recken. Du stellst dich da noch wieder zu, dann gibst du denen hier noch diesen Buff. Zu beenden. Da kommt schon wieder jemand. Tja, ihr Orksel. Da seid ihr sowas von ins Abwehrfeuer gelaufen. Da kann ich nicht durch. Was?
Das ist super verwirrend. Ich schieße erstmal auf die da unten. Und mache jetzt hier eine Runde Platz. Die letzten zwei haben sich sehr, sehr spät dazu entschieden, tot umzufallen. Das sah witzig aus. So, jetzt kann ich anfangen, hier endlich mal das hier anzugreifen. Okay, nächster Turn. Da kommt noch mehr. Da sind sogar die echten Orks. Mit ihren Mopeds da. Die helfen mir jetzt hier gerade eben dabei, sogar diese Mission zu machen. Gott, ist das laut, wenn man da so nah dran ist. Entschuldigung. Das war ja richtig krass laut. Ja, ich gehe da hin. Danke für die Hilfe, aber wir machen selbst. Soll da das die Kernaussage jetzt hier sein? Ich aktiviere mal wieder ein bisschen Buff-Gedöns. Finde ich super praktisch hier. Die sind in den Städten sau langsam, wie man gerade sieht, ne? Du kannst da nicht rein. Doch, jetzt kannst du es. Gut. Weil dann können wir nämlich jetzt auf die da ordentlich schießen. Okay, ja. Ich habe mal wieder die Feuerkraft von diesem Teil hier unterschätzt. Ich habe eine Menge Feuerkraft gerade unterschätzt. Ich sehe es ja ein. Das bedeutet wahrscheinlich das Ende für diese Truppe hier. Nicht nur wahrscheinlich, sondern sogar ziemlich safe. Ich bin im Überlegen, ob ich mich hier wieder zurückziehe, weil ich habe keinen Bock, mich mit denen hier zu fetzen, wenn es nicht sein muss. Na, ihr seht, was das Problem ist. Das war richtig übel. Okay, Fulguriten-Elektropriester. Fulguriten-Elektropriester knistern mit der Lebensenergie jener, die sie persönlich niedergestreckt haben. Ihr Ziel ist es, die Antriebskraft zu finden, die die gesamte Schöpfung belebt, um sie dann in der Hitze des Gefechts aus dem Körpern der Unwürdigen zu reißen und im Namen des Maschinengottes zu horten. Dazu verwenden sie Elektroabsorberstäbe, unheimliche Waffen, die die Bioelektrizität aus lebenden Kreaturen saugen, indem sie sie in einen kräftigen Zug herausziehen und anschließend in ihren Kondensatorkernen speichern. Einmal gestohlen, kann diese heilige Energie genutzt werden, um das Heilige anstelle des Ketzerischen zu kräftigen. Sie knistern dann in einem solchen Ausmaß um die Fulguriten-Elektropriester herum, dass sie sogar herannahende Geschosse einfach verbrennen kann. Okay. Klingt sehr esoterisch. Einfach mal so gesagt. Rückzug. Er geht dahin, kümmert sich mal um die da. Ach, Problem. Egal was ich mache, es ist zu wenig. Oder zu riskant. So, da kommt jetzt erstmal der Reiter hier an. Die haben wir ausgeschaltet, gut.
Du kannst sogar noch dahin schießen. Er ist hier wieder am Start. Gut. Die können auch wieder. Ich hätte das echt alles anders machen müssen. Aber das Problem ist halt, ja, vorher wissen, ne? Das ist mein First Try mit denen. Damit, dass ich die Tyranniden schon weggemacht habe, bin ich schon ganz glücklich. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, meine lieben Freunde. Wir machen beim nächsten Mal weiter. Sieht aber schon eigentlich ganz gut aus, dafür, dass es am Anfang so schlecht aussah. Macht's gut, bis dahin, schöne Zeit, tschüss und ade.